Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 2. Dezember. Das ist diese Zeitung. Und im grün überschriebenen Teil Rhein-Wupper heißt es: resistente Keime bei 27 Wuppertalern. Die Zahlen steigen zwar, das Screening wird aber besser. Gesundheitsamt sieht die Stadt bei Bekämpfung auf gutem Weg. Wuppertal. Bei Infektionen hilft ein Antibiotikum. Das funktioniert inzwischen nicht mehr in jedem Fall. Man findet immer mehr resistente Bakterien, erklärte Matthias Buntrock Schwer, Abteilungsleiter im Wuppertaler Gesundheitsamt. Diese resistenten Keime seien ein totales Gesundheitsrisiko. Durch die Zunahme der Resistenzen sei nicht Doch die Zunahme der Resistenzen sei nicht dramatisch und die Mechanismen, die Gefahr einzudämmen, würden besser. Beim Keim MRSA, methicillinresistenter Staphylococcus aureus, in Klammern, der auf Haut- und Schleimhäuten siedelt. Hier sieht man, wie sowas aussieht. Und das ist ein DPA-Foto, kann ich mal gerade zeigen. Und lange im Mittelpunkt der Diskussion stand, der auf Haut- und Schleimhäuten siedelt und lange im Mittelpunkt der Diskussion stand, ist die Tendenz inzwischen rückläufig. Dagegen nehmen andere resistente Bakterien zu, die im Magen-Darm-Trakt, auf der Haut und im Nasenrachenraum auftreten und MRGN, multiresistente gram-negative Bakterien und VRE, vancomycinresistente Enterokokken heißen. Wie MRSA scheinen sie gesunden Menschen nicht, könnten aber bei geschwächten Menschen schwere Erkrankungen wie etwa Lungenentzündungen oder Wundinfektionen auslösen. Die Krankenhäuser nehmen bei Risikopatienten Abstriche, müssen Befall melden. Das war in diesem Jahr in Wuppertal bisher bei 27 Patienten der Fall, wieso Matthias Buntrock Schwer. Dazu zählten sowohl Personen, die ohne Erkrankung von dem Keim besiedelt waren, als auch solche mit einer Infektion durch diese Keime. Zwei Ausbrüche in den vergangenen 5 Jahren. Die Zahl der Meldungen sei zwar im Vergleich zu 2018 gestiegen, so Buntrock Schwer, doch das könne auch mit dem verbesserten Screening der Patienten zusammenhängen. Bei einer Umfrage bei Wuppertaler Kliniken gab es dazu keine konkreten Zahlen. Nach Angabe von Matthias Buntrock Schwer gab es in den vergangenen 5 Jahren zwei sogenannte Ausbrüche. Wenn sich mindestens zwei Menschen im Krankenhaus infizieren, einmal sei bei 10 Patienten VRE gefunden worden. In allen Fällen habe es sich nur um eine Besiedlung gehandelt. Bei dem anderen Ausbruch wurde bei 6 Patienten Acinetobacter baumannii, ein MRGN-Bakterium, gefunden. Einige Patienten waren auch erkrankt. Ob es Todesfälle deswegen gab, sei schwierig zu sagen, betont er. Denn es sei schwierig zu klären, ob Patienten an der Infektion oder an ihren Vorerkrankungen gestorben sind. Bei einem Ausbruch organisiert das Wuppertaler Gesundheitsamt mit der betroffenen Klinik den Umgang damit. Wir bilden ein Team, planen, was zu tun ist und überlegen, wie es zu der Übertragung kommen konnte. Das ist ein Zitat. Unter anderem werden die Patienten isoliert und die Hygienevorschriften verschärft.
Wichtig ist die Offenheit des Umgangs damit, sagt Matthias Buntrock schwer. Dabei, so betont er, werde der größte Teil der resistenten Keime von außerhalb des Krankenhauses mitgebracht. Damit steht die Gefahr der Übertragung, aber man könne sehen, dass die Mechanismen zur Bekämpfung gut greifen. Ein gutes Hygienemanagement nennen alle drei Wuppertaler Kliniken als unerlässlich. Marie Weidauer vom Helios Klinikum zählt auf, dass es regelmäßige Schulungen und Kontrollbegehungen gibt, der Verbrauch von Desinfektionsmitteln gemessen wird. Die Klinik ist ausgezeichnet worden für ihr Projekt mithilfe kleiner tragbarer Sensoren, die Händedesinfektion der Pflegekräfte zu registrieren und sie bei Vergessen daran zu erinnern. Maren Esser vom Bethesda Krankenhaus berichtet von speziellen Waschlösungen, die Patienten vor Operationen zu Hause anwenden können. Bethesda und Helios Klinik erklären zudem, dass die Programmen zu einem vertrauensvollen Umgang mit Antibiotika folgen. Felix Liebe, leitender Arzt für Krankenhaushygiene im Wuppertaler Helios Klinikum, betont, um das Risiko von im Krankenhaus erworbenen Infektionen auf ein Minimum zu reduzieren, unternehmen wir bereits sehr viel. Dennoch ist man damit nie am Ziel, denn jede verhinderte Infektion kann Leid mildern oder Leben retten. Tschüss.